Ja, und ein herzliches Hallo wieder zu Euro Truck Simulator 2. Nach meinem kleinen Ausfall mit dem Fieber, da bin ich wieder. So, mal den Timer starten hier, sehr schön. Ja, unsere Rotorblätter, genau, von Kastoria nach Villach. Direkt einmal wieder hier schauen, wo wir hier sind. Weltkarte, kurz vor Rijeka, und wir fahren nach Villach, genau. Dieses werden wir auch gleich weiter erledigen. Oh, kann ich die Handbremse anzogen? Naja, ist auch schon egal. So. Oh ja. Wieso stehe ich da eigentlich? Mitten am. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Sehr schön. Und natürlich der Stefan jetzt noch. Bei der Reise mit von der Partie. So, Gang rein. Und weiter geht die lustige Fahrt wieder. Aufgrund der neuen Trailers, genau, kann mich schon erinnern, haben wir uns da ja einen stärkeren Motor reingekauft. Macht doch gleich ein bisschen mehr Fun. Dass wir da ein bisschen aus dem Ding kommen hier. 216 Kilometer noch. Wunderbar. Rijeka schaut aus, als würden wir da vorne jetzt ein bisschen durch die Stadt fahren. Das werden wir gleich sehen. So, Rijeka. Ah, das ist die Autobahn vielleicht aus. Das könnte durchaus sein. Jetzt, oh, der ist 50. Ja, ein bisschen in die Eisen, aber der Bus fährt uns auf. Was davon? Puh, jetzt im Tunnel da mit dem langen Teil da hinten. Aber in der Fahrt geht das auch. Ja. Wie schaut das da hinten aus? Das geht eigentlich, ja. Oh, ein Hammer. Erster Aufenthalt in Rijeka. Ja, genau, wir wollen halt unser. Oh, jetzt bin ich da ein bisschen draußen zwar, aber wir wollten ja unsere neue Firma auch kaufen und so. Beziehungsweise gleich dann den neuen LKW, den könnten wir eventuell. Genau, da schauen wir sich dann in aller Ruhe an. Da werden wir sich dann dort holen. Im Ruhrgebiet eventuell. Ja, dann warten wir mal. Das für eine Kameraeinstellung. Ach du meine Güte, sind wir lang. Heieieiei. Da immerhin mit seinem Coca-Cola schleicht er über die Kreuzung. Der ist auch noch ein bisschen bei Rot reingefahren, glaube ich. Verzeihung, immer ein bisschen verkühlt. Das geht dann noch nicht so schnell weg. So, wir müssen aber wo weg, hier rechts weg dann. Sollte sich schön ausgehen im Hänger, jawohl. Ein bisschen ausscheren, sehr schön. Ah, ganz leicht, aber minimalst. Das ist noch mit dem Blinker, wieso geht der nicht raus hier? So, das könnte die letzte Ampel sein. Bevor es wieder rausgeht aus der Stadt. Da ist schon wieder ein Tunnel. Ist rausgegangen, aber der ist auch schon bei ziemlich dunkel gefahren.
Ah, wir biegen auch rechts ab, genau. Sehr gut. Na, nach vorne geht nur die KI weg. Ah, Level 3 hier, der GLS-Transporter. So, der GLS-Trailer. Ja, fahr mal, komm. Was ist denn? So, Gas geben. Uiuiui, ja, danke, warte kurz auf mich. Ach du Scheiße, das geht ja gar nicht aus. Na, das habe ich fast gedacht. Ja, okay, da muss man jetzt. Uiuiui, was sind 90 Grad Kurven? Uiuiui, das ist natürlich ein bisschen kniffliger. Ach, schon wieder, ich vergesse da immer zum Schauen hier. Fahren wir jetzt halt nach rechts. Geile Lackierung von Dafter. Ja, schöne Mod, gefällt mir. Und jetzt sind wir draußen aus Rijeka. Ja, jetzt von Rijeka. 177 Kilometer noch bis Villach, das geht. Das wird unser GLS-Freund. Am Abbiegen ist er stehen geblieben und dann ist er uns davongezogen. Gut, wir hatten auch das leichte Streifproblem. Und da muss man schon die kroatisch-slowenische Grenze fürs Erste. Sehr schön, ja. Ich muss nur aufpassen beim Tanken, dass ich da auf jeden Fall abspeichere oder im Idealfall gleich vorher den Bad beende oder so. Denn da haben wir uns das letzte Mal, da hat es mir einen Hund reingehaut und das Spiel immer abgestürzt. Ah, schöner Sattelzug mit DHL und mit dem blauen MAN-Fahne drauf. Hat mir auch gut gefallen. Wäre natürlich jetzt optimale Sichtweite fast schon zum Überholen. Aber wir fahren hier gemütlich hinten weiter, das passt schon. Aber er fährt nicht einmal 70. Nichts auf, aber so haben wir wenigstens mal jemanden vor uns. Was ist das eigentlich für ein. War denn vorher gesehen? Ah, sieht man von da nicht. Die Marke da, die Zugmaschine ist. Hinter uns auch, ja, auch ein bisschen Verkehr. Da traut sich aber witzigerweise auch keiner überholen von den. KIs? Eigenartig. Schöne Gegend aber hier auch. Ja, wunderschöne. Wunderschöne Landstraße hier. Slowenien. Ja, ein Renault da vorne, jetzt sieht man es, ja genau, Magnum. Da geht es jetzt rauf auf die Autobahn.
Und er bleibt uns treu, mehr oder weniger. Uiuiui. Nicht das in das Entflammbare rein. Jetzt müssen natürlich wieder alle von der Autobahn hier abfahren, ist auch wieder klar. Ja, ist logisch. Also mit Abbiegen hat er es nicht so wirklich. Das ist ja unglaublich. Jetzt bleibt er schon stehen da. Das gibt's ja nicht. Mich gerne haben, das gibt's ja nicht, der bleibt stehen. Ja, dann wart doch da hinten bis morgen. Aber nicht mit uns hier. Tempomat rein und geht schon dahin. Viertelach, da fahren wir schon wieder ab, okay. Sie juckt noch immer, ist unglaublich. ...91 Kilometer. 12 Minuten sind wir schon unterwegs wieder. Auwe, es wird eine 40er-Zone und drei LKWs. Das kann wieder ein bisschen dauern da vorne. Da können wir ganz entspannt ausrollen hier bei der Abfahrt. Ohne Stress. Eieieiei. Na, schauen wir mal da vorne. Hoffentlich geht es dann danach, nach der Brücke, wieder weiter, nach der Unterfahrt. Ich muss da ein bisschen aufpassen, genau. Ja, geht's ja wunderbar aus. So, wir sind da vorne rechts, schaut's aus, weg. Also wir fahren gleich nochmal nach rechts. Was macht der Bossbett? Wir fahren schon gerade weiter, oder? 72 Kilometer. Ist da unten Villach? Nein, was ist da unten? Schaut relativ groß aus von der Weiten. Solche Städte würde ich mir wünschen. Jetzt ist der hat den Tanker da überholt, der Bossbett. Na super. Jetzt gib er Gas. Gleich einmal mit dir. Schön mit der Castrol-Lackierung. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Jetzt sind wir ein bisschen länger, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, wunderschöne Gegend auch hier. Da haben wir ein Bossbett wieder. So, da fahren wir gleich einmal raus. Ah, jetzt kommen wir nach Österreich, genau. Habe ich das vorher mal falsch erwähnt? Ich weiß jetzt gar nicht. Alter, irrtümlich. Ich glaube, wir sind schon in Villach. Nein. Nein, das war eine andere Stadt.
Okay, vorne biegen wir links ab. Da dürfte aber die Autobahn so ähnlich sein, so wie es ausschaut. Okay. Ja, fahren wir vorbei, ist kein Problem, ist kein Problem. Da könnte aber jetzt auch der Wörthersee da im Hintergrund sein. Fahrer bitte. Schaffen wir noch. Okay, hier haben wir kein Hängerproblem. Fünf Kilometer, wir sind praktisch da. Linke Seite gleich. Sehe ich zwar jetzt nicht so ganz, ob er kommt, aber wir müssen da irgendwo abbiegen. Erste Aufnahme ist Villach. Ach, ich war noch gar nicht in Villach, okay. Ah, shit. Ja doch, da wird das hier da rechts, sehr schön. Mhm. Ja, einwandfreie Kulisse hier. Die brauchen ja unbedingt ein Windrad, naja, warum nicht? Gut, ist auch ein Mod. Ist ja auch eine Mod. So. Jetzt wird es auf jeden Fall lustig, damit einparken. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich auch das erste und letzte Mal hier gemacht haben. So, da werden wir mal gemütlich abbiegen. Da ist mal ihr da. Nicht reinfahren. Ui, der Ausleger. Eieieiei. Geht sich aber aus. Jawohl, wunderbar. Job sind der Villach, haben wir auch. Wunderschön. Und da vorne ist auch noch ein Händler, ein Iveco-Händler. Na, immerhin. Iveco brauchen wir ja auch noch. Das Wichtigste ist aber, den starken Motor dann in den Iveco reinkaufen. Alles andere sehen wir dann eh. So, wo müssen wir jetzt hin? Links und dann noch einmal links, genau. Dann sind wir da. FCP, nicht FCB, Bayern München, sondern P. Alles klar, das kann ja keine einfache Ding sein, nein, da müssen wir da links abbiegen, naja, ist logisch, ist klar. Wollen wir es einfach mal im Notfall drücken, wir auf Enter, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Wir nutzen nochmal die komplette Breite hier des Firmengeländes. Wir könnten schon auf Enter drücken, aber noch haben wir keine Probleme. Erwartet schon wieder ein Bagger. Sicher auch schon wieder eine Mod, so wie das ausschaut, glaube ich. Kann mich gar nicht mehr erinnern, was da alles für Hänger und Trailers dabei waren. Aber ich glaube, das ist einer, so wie er ausschaut.
So, wie schaut das jetzt von außen aus? Wenig zu dramatisch. Ja, das. So, fahr mal hier. Der Durchgang ist drinnen. Ganz entspannt einmal zurück. Schaut ja gar nicht so dramatisch aus. Ja, natürlich sind wir da ein bisschen schneller hinten. Ah, mit dem Drehding leuchten hinten die auch, okay. Alles klar, oh. So, das war jetzt nur ganz leicht berührt. Scheiß drauf. So. Na super. Jetzt haben wir schon wegen Einpacken keinen Level abbekommen. Macht aber nichts. Fahren wir noch länger herum? Eins weiß ich. Gut, den langen nehmen wir nicht mehr. Ja. So, wir sind. Jetzt haben wir einen kurzen Überblick. In Villach, genau. Haben wir das Geld? 351, sehr schön. LKW-Händler, wo kaufen wir sich jetzt einen? Luxemburg. Dort haben wir dann einen M1-Händler und einen Iveco-Händler hätten wir da in Recklinghausen. Besuche mal den Iveco-Händler. Habe ich da jetzt noch irgendeine extra Mod drin oder irgendwas? So eine wäre schon ganz geil. Oder wir kaufen sich einfach mal den nackten. So, was gibt es da noch so im Repertoire? Das ist der ganz alte, gefällt mir aber nicht die Mod. Der ist er. Oh, Leute. Der ist aber schon nicht von schlechten Eltern. 28er, da sind wir genau richtig unterwegs. Das sind schon die coolen hier. 180, 158, 157. Listenpreis. Meine Güte. Ja, der hätte schon von Haus aus 2000 PS. Sehr schön. Hat der nur 400 Liter Tank und der 1200, das muss man auch einer erklären. Das weiß auch keiner. Was ist da genau der Unterschied? Auch die PS, wie es ausschaut. Na, Moment einmal, 157. Ja, das ist jetzt die Frage. Dann wird es auf jeden Fall einmal ein bisschen enger. Können wir eigentlich... Garagenmanager... Kann ich mir eigentlich so eine Garage auf der Map aussuchen? Oder wie funktioniert denn das eigentlich? Firmenmanager, Garagenmanager?
Kartenansicht. Nope. So kann ich. Ich glaube, das muss man das direkt dort kaufen, wenn ich vor Ort bin wahrscheinlich. Eieieiei. So. Ich muss das einmal ganz genau raus. Was haben wir jetzt einmal im Konto? Was will ich eigentlich alles drin? 50. Minus 180. What? 350. Minus 180. Das sind 170. Naja, perfekt. Dass wir da auf der ganz sicheren Seite sind. Gut. Wieso bin ich jetzt auf einmal online? Also vorher habe ich den Händler besucht, oder? Ja. Moment. Besuchen wir mal den ausgewählten Händler. Jawohl. Wo ist mein LKW? Da ist er. Die Ausführung ändern, genau. Schauen wir uns das einmal an auf die Schnelle, was da so möglich wäre. Okay, dann ist aber hier die coole Ding weg. Das wollen wir auch nicht. 2000 PS, das ist natürlich wohl das Wichtigste. Gutes Getriebe drin. Gut, die Lackierung ist mir jetzt einmal, aber die schaut einmal ganz geil aus fürs Erste. Was könnte man hier am Start bringen? Da hat er aber eh schon die LEDs, das passt ganz gut. Ja, da müssen wir jetzt auch nicht, weiß gerade was ausgeben. Was könnte man da bringen? Ja gut, ja, mit den zwei Reihen, das ist schon ganz nice. Hier auch. Ja, da verschwindet das Iveco. Ja, lassen wir das einmal. Das könnten wir uns leisten. Hier diese Lämpchen noch dazu, genau. Perfekt. Was haben wir da? Achso, da kommt aber dann die seitliche Ding weg, oder? Wenn wir da die... Ah, nein! Okay. Zusätzliche Leiste. 5000. Eieiei. Das ist das Rohr. Okay, das ist das. Ja, das schaut aber mal fürs Erste gar nicht so schlecht aus. Das gefällt mir gleich einmal, für das, was nichts kostet. Passt schon einmal ganz gut. Ah, dieser Ding da unten. Naja, diese Leiste da unten gefällt mir ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich. Wir fahren einmal Standard. Das passt schon.
Reifentechnisch habe ich da den einen noch drinnen, nein. Was quasi auch umsonst war. Nö, da fahren wir mal den, was wir da haben. So, dann können wir noch schauen, ob wir innen. Ah, was gibt's da beim Tuner? Der schaut aber geil aus, ja. Genau, so wie er ist, so nehmen. Kaufen. Dankeschön. Nein, nein, sag nicht, das Label fehlt mir noch. Hallo? What? Leider verfügst du. Ach so, ja, Leute, ja. Ist ja klar, ich mache noch die Garage. Ja, das mache ich jetzt in aller Ruhe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächsten Mal geht's weiter mit dem Vico. Ciao, ciao.